So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. This War of Mine, The Little Ones. Okay, ich habe den Tag jetzt eigentlich so gut wie beendet. Es ist niemand gekommen, er ist trotzdem deprimiert natürlich, ist eh klar. Es hat sich jetzt nichts verändert, ich habe ihn jetzt da auch ganz alleine. Für diejenigen, die nicht zugeschaut haben, ein bisschen was haben wir noch. Brennholz können wir jetzt auch machen. Dass wir zumindest was kochen, damit er was zum Habern hat, der Mausibär. Ist jetzt auch wichtig. Lass mal ihm das noch fertig machen. Ich hoffe, dass ich noch Charaktere halt dazu krieg. Wir werden sehen. So, fast fertig geworden, wurscht. Ja gut, Pavel, du bleibst Wache stehen. Was anderes bringt sich nichts. So, Tag 19. Wir wurden ausgeplündert. Alles, was wir gehabt haben, ist wieder weg. Das Spiel scheint mich wirklich nicht zu mögen. So, er ist am Boden zerstört. Ich kann ihn nicht bewegen. Das wird wahrscheinlich jetzt das grandiose Finale. Im Bett schlafen. Und Tag 20. Eindämmerung der Kriminalität. Ja, jetzt da. Ist es zu spät und Pavel hat Selbstmord begangen. So, das war's mit dem Spiel. Kurzpart für euch, 2 Minuten. Du hast nicht überlebt. Ja. Und wir haben nur 20 Tage überlebt. Also das Spiel scheint mich nicht wirklich zu mögen. Ja, die Credits lasse ich halt wieder mal. Wenn ihr noch eine Runde sehen wollt, kann ich das gerne noch einmal machen. Schreibt das rein in die Kommentare. Dann können wir ja nochmal eine Runde starten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht damit zurecht anscheinend. Sehr, sehr schlimm, was mir da alles passiert ist. Es hat so gut begonnen. Und ja, da die Slatter, oder wie man die auch immer ausspricht, gestorben ist. Damit hat dann die Depression begonnen, dass mich die anderen zwei verlassen haben und der Pavel dann ganz alleine war. Und ja, dass sie mir dann alles weggenommen haben. Da steht es eh jetzt schon. Ist gestorben. In den schweren Verletzungen halt. Und der Anton hat uns bestohlen und hat uns verlassen. So, sie hat uns auch verlassen. Und ist nicht mehr zurückgekommen. Und Pavel hat sich selbst umgebracht. Ja, leider Gottes. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt das rein in die Comments. Da haben wir alles nochmal schön aufgelistet. Wer es lesen will, bitte durchlesen. Und ja, Kurzpart für euch. 4 Minuten fast. Auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.